Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mitsubishi Electric Frequenzumrichter der FAE 800 Serie entschieden haben. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Umrichter vorbereiten und welche Parameter eingestellt werden müssen, um die Vektorregelung des Drehmoments zu ermöglichen. Sind Sie bereit? Los geht's! Der FAE 800 bietet eine Reihe verschiedener Betriebsmodi. Einer davon ist die Vektorregelung des Drehmoments mit einem Sensor. In diesem Modus erzeugt der Umrichter ein konstantes Drehmoment und passt die Drehzahl des Motors an die Last an. Dieser Modus funktioniert genau andersherum wie die Vektorregelung der Drehzahl, bei der die Drehzahl konstant gehalten wird, während das erzeugte Drehmoment angepasst wird. Die Drehmomentregelung ist bei vielen Anwendungen sehr hilfreich, vor allem bei Anwendungen, die das Auf-, Ab- und Umwickeln von Material beinhalten. Wenn das Drehmoment konstant gehalten wird, kann eine konstante lineare Geschwindigkeit erzeugt werden. Dies hat zur Folge, dass sich das transportierte Medium beim Auf- und Abwickeln nicht wellt oder reißt. Bei diesen Anwendungen wird häufig die Spannung des Materials gemessen und zur Steuerung zurückgeführt. Der am häufigsten verwendete Sensor ist der sogenannte Tensorsensor. Die Vektorregelung des Drehmoments erfordert eine Encoder-Schnittstellenkarte. Im vorherigen Video haben wir die Encoder-Schnittstellenkarte bereits besprochen. Wie beim Drehzahlmodus erkennt der Umrichter nach der Installation und dem Anlegen der Spannung an die Encoder-Karte deren Vorhandensein und aktiviert die mit ihr verbundenen Parameter. Wir stellen die Drehrichtung sowie die Anzahl der Encoderpulse im Parameter Nummer 359 und 369 ein. Wir stellen nun der Reihe nach folgende Parameter ein: Motornennstrom in Parameter 9, Motorleistung in Parameter 80, Anzahl der Motorpole in Parameter 81, Motorspannung in Parameter 83, Motornennfrequenz in Parameter 84 und wir wählen den Typ des angeschlossenen Motors in Parameter 71. Wir wählen die Betriebsart der Vektorregelung in Parameter Nummer 800. Wir wählen die Einstellung Nummer 1. Bei der Arbeit mit Motoren von Drittanbietern wird empfohlen, das Auto-Tuning-Verfahren in Parameter Nummer 96 auszuführen. Als nächstes stellen wir die Quelle des Drehmomentsollwerts in Parameter 804 ein. Wir können zwischen Analogeingang, digitalem Sollwert oder Netzwerkkommunikation wählen. Eine manuelle Angabe des Wertes über die Parameter 805 und 806 ist ebenfalls möglich. Außerdem stellen wir in Parameter 801 die Drehmomentgrenze und in Parameter 803 die Drehmomentkennlinie ein. Nun stellen wir die Quelle der Befehle, die den Betrieb des Umrichters steuern, im Parameter Nummer 79 ein. In unserem Fall stellen wir External ein. Als nächstes legen wir die Geschwindigkeitsschwellen fest. Bei dieser Art der Steuerung arbeitet der Antrieb bei sehr geringer Last mit einer hohen Drehzahl. Mit zunehmender Last sinkt die Drehzahl, bis sie 0 erreicht, und zwar, wenn das Lastenmoment gleich dem vom Antrieb erzeugten Moment ist. Um ein unkontrolliertes Durchdrehen des Motors zu verhindern, müssen daher entsprechende Drehzahlgrenzen festgelegt werden. Dies geschieht in den Parametern 807, 808 und 809. In Parameter 807 wird der Wert 1 gewählt, in Parameter 808 wird dann die Geschwindigkeitsbegrenzung vorwärts und in Parameter 809 die Geschwindigkeitsbegrenzung rückwärts eingegeben. Jetzt können wir einen Test mit unserem Motor durchführen. Nach Auslösen des Startbefehls fährt der Antrieb bis zur Geschwindigkeitsgrenze vorwärts oder rückwärts. Die Geschwindigkeit ist vorwärts sowie rückwärts auf 40 Hertz begrenzt.
Durch Reibung haben wir ein sehr kleines Drehmoment, aber die Belastung der Motorwelle ist so gut wie null. Auf dem Display erscheint SL. Die steht für Speed Limit. In Parameter Nummer 805 geben wir einen Drehmoment-Sollwert von 20% ein. Außerdem haben wir den Grenzwert für die Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung auf 5 Hz festgelegt. Im Monitor können wir das resultierende Drehmoment des Antriebs überwachen. Wir werden nun die Motorwelle im laufenden Betrieb belasten. Im Monitor wird angezeigt, wie sich das resultierende Drehmoment verhält. Wie beim Geschwindigkeitsmodus haben wir die Möglichkeit, den Regler manuell zu verändern. Bei besonders anspruchsvollen Anwendungen müssen Sie möglicherweise die folgenden Parameter anpassen: 824, 825 sowie 834 und 835. Im Handbuch ist zu finden, wie das Verfahren zur Einstellung der Regelparameter aussehen sollte. Es ist möglich, zwischen Drehzahl und Drehmomentmodus zu wechseln. Zu diesem Zweck können wir einen der digitalen Eingänge verwenden. Wenn einem Eingang die Modusänderungsfunktion zugewiesen ist, führt das Setzen des digitalen Eingangs zu einer Modusänderung. Bei Verwendung der Pre-Excitation-Funktion kann der Motor die Bewegung ausführen, ohne dass ein Startbefehl gegeben wurde. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie im Drehmomentmodus arbeiten. Es ist nicht ratsam, die Betriebsrichtung zu ändern, wenn Sie im Drehmomentmodus arbeiten. Das war's für heute. Was sollten Sie aus diesem Video mitnehmen? Der FAE 800 bietet geschlossene Vektorregelkreismodi. Einer der verfügbaren Modi ist der Drehmomentmodus. In diesem Modus bleibt das Drehmoment konstant und die Drehzahl ändert sich mit der Last. Die Drehmomentsteuerung wird in Ab- und Aufwickelanwendungen eingesetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.